Herzen sein. Das Herz ist vermutlich das größte Geheimnis, das wir kennen. Und nicht nur das Herz, sondern es gibt etwas, das Herz hinter dem Herzen. Es gibt Legenden, die sagen, dass das Herz hinter dem Herzen der Durchgang zu dem großen Herzen der göttlichen Mutter ist. Immer wieder gibt es Klienten, die sagen, ja, ich bin doch im Herzen. Es gibt verschiedene Aspekte oder Dimensionen von im Herzen sein. Es gibt sich einbilden, im Herzen zu sein, aber alles ist nur Verstand, ist nur Kopf. Dann gibt es im Herzen sein, ja, und dann gibt es im Herzen hinter dem Herzen sein. Und das ist etwas so Mystisches, so etwas Innigliches, etwas, was der Quelle, was Gott, der göttlichen Mutter, so nahe ist, dass es ist kaum mit Worten zu beschreiben, weil es ist der Ort der Mystik, es ist der Ort der Magie. Und alle Magie und Mystik, die wir suchen, findet sich in dem Geheimnis des Herzens. Und da ist es gut aufgehoben, dass es nicht missbraucht wird, dass es nicht von mentalen Kräften manipuliert wird, sondern diese Mystik, die ich meine, die arbeitet nur, ich meine, wir haben es immer gehört mit Herz-Hirn-Kohärenz, aber es ist das Herz hinter dem Herzen. Und das ist ein Ort von Unbestreitbarkeit, von Eindeutigkeit. Das ist der Ort, wo alle Gebete wirken und erhört werden. Ein Ort eines wahrhaftigen Gebetes, ein Ort einer wahrhaftigen Mystik, und wir müssen das ganz stark unterscheiden von Lippenbekenntnissen, bei denen wir Rituale machen, wo nichts passiert. Als ich so in den 90er Jahren bei Osho war, da war das Hara so ein ganz wichtiger Experimentierfeld, weil das Hara eine Stabilität in unseren Emotionen schafft. Aber wenn du mit dem Herz hinter dem Herzen verbunden bist, dann sind alle Probleme gelöst auf einmal, ohne dass du groß drüber nachdenken musst. Das Herz hinter dem Herzen, das Hartmess-Institut zeigt es so schön, kreiert ein Torusfeld, das du nicht machen kannst. Wenn wir versuchen, Welt zu ordnen, Erfolg zu machen, Dinge zu machen, müssen wir scheitern, weil es ein Machsaal ist. Aber es ist, wir verbinden uns mit den tiefsten Schicksalskräften, wenn wir im Herz hinter dem Herzen zu Hause sind. Wenn wir im Herz hinter dem Herzen zu Hause sind und von dort aus beten, von dort aus meditieren, von dort aus um Kontakt bitten, dann geschehen die Wunder augenblicklich. Und das ist so dieses Geheimnis des Lebens, das dort so lange verborgen ist, bis der Mensch die geistig-seelische Reife hat, dass seine Gebete auch wirklich wirken dürfen und wirken können. Das heißt, wir sind auf einem Entwicklungsweg. Und darum sind Werte so wichtig, darum ist eine Ausrichtung des Bewusstseins so wichtig. Und nach meiner Erfahrung ist ein spiritueller Weg ein Weg, wo man nur langsam vorankommt, aber beständig. Es ist eben ein Weg. Und da mag es Satoris geben, wo ich heute frage, sind diese Satoris wirklich so hilfreich für unsere Reifung? Ich habe ja sehr früh mit 28 Jahren schon erste Satoris gehabt, Einheitserfahrungen. Und sie haben aber zu einem relativ bizarren Leben geführt, weil andere Bereiche in mir nicht die seelische Reife hatten, um mit diesen Satori-Erfahrungen umzugehen, um als liebender Mensch, die Schöpfung liebender Mensch durchs Leben zu gehen. So etwas muss reifen. Und ich sehe das jetzt mit meiner Frau Sabine, wo ich ich würde homöopathisch Rosenwurz zuordnen von dem homöopathischen Mittel, während ich viele
Aspekte von Tuja bei mir sehe, aber meine Frau Sabine, die geht nicht diesen Weg dieser bombastischen Satori-Erfahrung und zum nächsten Satori und zum nächsten Satori. Sie geht ihren Weg ganz anders, sehr langsam, aber ungeheuer bodenständig und Millimeter für Millimeter. Mit einer ausgewogenen Lebensblume bleibt sie dran. Und ich habe heute Morgen mit meiner Frau gesprochen und sie hat gesagt, ich habe so viel Bewunderung für die Art, wie du diesen Weg angehst, so viel Respekt, und mir erscheint dein Ansatz so wesentlich reifer, als ich vor 35 Jahren losmarschiert bin. Und insofern bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass mit Sabine und mir zwei so unterschiedliche Charaktere zusammengekommen sind. Ein wilder Himmelstürmer, der alle Himmel und Höllen erforschen musste, bevor ich in die Ausgewogenheit komme. Und eine Sabine, die sich so ganz behutsam und ausgewogen diesem Weg nähert, wo ich sehen kann, ja, dieser Rosenwurz, der entfaltet sich durch sie, der blüht durch sie, Millimeter für Millimeter. Egal, ob andere das jetzt schon sehen können oder nicht so sehen können. Ich glaube, das ist das Geschenk eines reifenden Menschen, dass er immer mehr den möglichen Menschen im anderen sieht. Das heißt, wenn ich einen Klienten habe, dann geht es mir überhaupt nicht darum, dass der jetzt seinen ausgedachten Erfolg hat, sondern ich sehe meine Arbeit mit Klienten als eine Seelenbegleitung, die ganz viel Achtsamkeit, Behutsamkeit braucht. Manchmal brauche ich 4, 5 Sitzungen, bis ich einen Menschen überhaupt begriffen habe, was möchte da werden. Welche Pflanze, welches Tier, welches Mineral, welcher Archetyp, was möchte sich da entfalten? Ist es ein David im Marmorblock oder ist es ein Sokrates? Das braucht Auge, das braucht Reifung, das braucht Erfahrung. Insofern komme ich mit diesen schnellen Erfolgslehren, mit diesem Instant-Erfolg, entspricht nicht meiner Mentalität. Da bin ich zwar 1984 auch drauf abgefahren, aber mein Weg mit Menschen zu arbeiten hat sehr viel mit Behutsamkeit zu tun, mit Begleitung, mit Dauerhaftigkeit, mit Nachwirken lassen. Bei jedem Kliententermin bereite ich mich vor, bereite ich mich nach. Und das kommt vielleicht aus meiner eigenen Wunde heraus, weil ich selber mit 1984 so ein wilder Himmelstürmer war, so unreif und so oft auf die Schnauze gefallen bin, dass ich heute Menschen einen umsorgenden Weg zeigen möchte, einen einfühlsamen und liebevollen Weg der eigenen Entfaltung. Und darum ist mein Ansatz heute so anders. Ich sage, Satoris könnt ihr euch woanders holen. Wenn sie bei mir passieren, kann ich nichts dafür. Aber ich möchte euch bei eurer Reifung, bei eurer Harmonisierung, bei eurem Seelenwachstum unterstützen. So, jetzt bin ich am Ziel angekommen. Ich habe euch lieb. Tschüss, euer Klaas.